Immer nur nach vorne, nach vorne, nach vorne. Okay. Bleib mal stehen. Stopp. Pass auf, der hört uns vielleicht nicht. Wer hört uns? Weil wir ein E-Auto sind. Was macht er, wenn ich jetzt drauf zusteuere? Drauf zu... Genau so bringe ich das meinen Fahrschlampe. Wie kannst du dich über das Gesetz hinwegsetzen? Was ist denn hier jetzt? Ich darf ihn nicht überholen. Doppelt durchgezogene Linie. Ja, also eine würde ja reichen. Eine würde reichen, aber... okay, dann machen wir das. Herzlich willkommen bei Neulich an der Ladesäule. Mein Name ist Daniel, das ist Sven und er sieht den Straßenverkehr, die Mobilität aus einer ganz anderen Sicht. Richtig. Weil ich bin Fahrlehrer in Adnorn und Olpe, habe da meine eigene Fahrschule und fahre heute das allererste Mal Tesla. Das ist nur Tesla oder Elektroauto? Nein, Elektroauto selber habe ich schon gefahren. Okay, du bist gerade eingestiegen. Das erste, was du nicht gesehen hast, war das Cockpit. Richtig. Ich suche auch sämtliche andere Knöpfe und so. Okay, welcher Knopf fehlt dir? Mir fehlt zum Beispiel der Start-Stopp-Auto. Also so dieses An-Aus. Brauchst du nicht. Der ist an. Der ist an. Der ist immer an. Aber wir fangen ruhig erstmal an. Was lernen in der Fahrschule? Erstmal das Einstellen. Einstellen, genau. Das heißt, also, ich brauche Spiegeleinstellungen. Spiegel. Ich habe gerade schon das Menü geöffnet. Okay. Selbsterklärend. Idiotensicher. Okay, habe ich verstanden. Der ist an, ne? Hm? Und jetzt sehen wir gleich schon, ob du das vermisst, das Cockpit, weil die Geschwindigkeit ist ja nicht vor dir, mittig. Ich gehöre jetzt aber auch zu den Menschen, die schon so ein paar Jahre Fahrerfahrung haben. Ne? Also ich bin mit 41 bin ich natürlich schon so ein bisschen was an Kilometern runtergerissen. Und sowieso, du bist jeden Tag auf der Straße. Oh, warum bremst er jetzt? Das ist die Rekuperation. Jetzt wird der Akku wieder aufgeladen. Und das, was du jetzt machst, ist One-Pedal-Driving. Also du kannst, das ist diese Neuerung im Vergleich zum Verbrenner. Du kannst alles mit einem Pedal machen. Du brauchst die Bremse nur selten. Okay, wenn ich das gar... Also muss ich das Gaspedal leicht halten, damit ich überhaupt vorankomme? Genau. Das erfordert aber auch Gefühl. Man kann, na warte, du wirst du dich gleich dran gewöhnen nach ein paar Minuten. Die Rekuperation ist für die jetzt wir schon jahrelang fahren und das wissen, dass man so rollen lassen kann, ist das erstmal eine Umgewöhnung. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Generation, die du so mit ranzüchtest, die also mit dem E-Auto aufwachsen wird, dass die das komisch findet, dass man früher noch mit dem Fuß immer umständlich zwischen den Pedalen wechseln musste, um langsamer zu werden. Hm? Das ist eine Gewöhnung. Das ist krass. Ja, fahr mal ein paar Minuten, gleich hast du es drin. Das ist echt wie ferngesteuertes Auto. Hm? Man spürt, wie der die Geschwindigkeit halten kann. Also man spürt schon, dass man mit dem Fuß deutlich leichter die Geschwindigkeit halten kann als beim Verbrennermotor. Mhm. Ja, beim Verbrennermotor musst du grundsätzlich mit bergauf und bergunter musst du variieren können. Das ist immer gleich hier eigentlich, ja. Auch das, wenn du jetzt runtergehst, berghoch oder berg runter. Hast du dein Frühstück verdaut? Ja. Das ist gut. Ach gut. Natürlich nur 100 fahren. Ne? Ja, genau, richtig. Sonst ist das doof, dann muss ich das nachher alles rausschneiden. Schon wie auf Schienen. Also ein gutes Fahrverhalten, meinst du? Ja, also er reagiert sofort. Also es ist feinfühliges Lenken, weiches Lenken. Ich lasse mal die beiden Mopedfahrer durch. Ganz genau. Oh, jetzt hast du das Geräusch gemacht. Fehlt dir das? Na, ein bisschen. Jetzt hast du das Geräusch gemacht von Motoren. Ja. Nee, macht schon Laune. Kann man mithalten? Ja, kann man. Mit dem Benziner ist schon wieder schwierig. Also zumindest dieses Sofortige. Ne? Das, also du kommst aus dem Null raus und dann geht's nach vorne, ist schon heftig. Mhm. Schon, vor allem sofort. Ne? Also das ist also nicht, dass man... Ich fand's halt krass, dass er halt dieses... Ja.
Boah, schlägt aber ganz gewaltig. Das macht Spaß. Der knallt sofort rein, ja. Aber die ganzen Systeme sind ja immer an, damit wir also möglichst sprich, auf der Straße bleiben. Ja, aber da habe ich einen Lenkrad für. Oder hast du da Angst? Nee, aber also wenn die Systeme nicht da wären, dann wären wir schon längst im Graben. Meinst weil, du? Weil die Elektromotoren da nicht zu bändigen sind, so viel Kraft für die haben. Das kommt in den Kurvenbereich, wo es ein bisschen Spaß macht. Ne? Dadurch, dass der Mopedfahrer vor uns ist, kann man dann schön mal in die Kurvenlage hineingehen. Ah, er bremst. Schade. Okay, du fährst also gerne sportlich. Ich bin ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Das heißt, also ich fahre sehr gerne. Und jetzt sagt, am Rand des Limits ist es nicht ganz richtig. Ich habe 3 Kinder, von daher fahre ich nicht mehr am Limit. Aber ich halte mich an die Verkehrsregeln. Da, wo es möglich ist, fahre ich dann dementsprechend zügig. Ich fahre gerne sportliche Autos, ja, gebe ich zu. Also ich brauche auch so ein bisschen so den Ton normalerweise, wobei mir der jetzt gar nicht so fehlt. Du hast die Reifengeräusche, du hast die Windgeräusche. Ist ja ab 100 km/h, ist das ja fast gleich. Was jetzt, klar, für ne, den Benziner im Blut irgendwo noch so ein bisschen schön wäre, wenn er noch so einen Ton erzeugen würde. Ne? Aber fehlt nicht. Gibt's ja. Also, bei dem Porsche Taycan zum Beispiel, Elektroauto, da ist ja der Sound ganz prägnant für Porsche. Ja, aber das ist dann wieder dieses, ne, will ich ein Tofu, ein Stück Fleisch haben, was aussieht wie ein Stück Fleisch, oder will ich ein Stück Fleisch haben, was aussieht wie Brokkoli? Ne? Also, für jemanden, der gerne schaltet. Ne? Also ich muss dazu sagen, ich bin also wirklich jemand, der gerne Schaltwagen fährt, der gerne unter Kontrolle hat, was er mit dem linken Fuß macht. Also man braucht es nicht, das ist eine andere Sache. Ne? Also das ist aber genauso gut wie, habe ich ein E-Bike oder plage ich mich so einen Berg rauf wie er jetzt gerade. Ne? Also man bremst auch gerne ab. Gut, das ist vielleicht nicht so wirtschaftlich für den Elektromotor, ne? Aber wenn du die Bremse nicht benutzt? Nein, man bremst gerne ab, damit man wieder beschleunigen kann. Das ist das. Okay. Haben wir einen hinter uns? Nee, die ist da nicht. Bleib mal stehen. Stopp. Ja. Was hältst du davon? Das ist schon ordentlich. Dann drück mal ganz durch. Aber das drückt in den Sitz rein. Das ist so wie diese Magnetachterbahn, ne? Ja, genau, so genau. Genau. Ja, und das wirklich von Anfang. Das wäre, glaube ich, so der einzige Grund, warum ich mir ein Elektroauto kaufen würde. So, immer nur nach vorne, nach vorne, nach vorne. Okay. Sonst gibt es keinen Grund. Sonst ist doch, eher also, doof. Nein, aber es das heißt doof. Also ich habe. Das Elektrofahren an sich ist ja gar nicht mal so schlecht. Ne? Also mit CO2-neutralem Fahren, aber CO2-neutral ist es ja nun mal nicht. Ne? Also irgendwo muss der Strom herkommen. Irgendwo muss der Strom herkommen. Und solange wir noch mehr auf Braunkohle haben, ist er halt noch nicht so grün, wie man es vielleicht gerne hätte. Ne? Also, die Fahrzeuge an sich top, die Wirtschaft, die dahinter steckt, top, alles super. Aber die Beschaffung der einzelnen Baustoffe, Rohstoffe, die dafür gebraucht werden, wenn man da eine andere Lösung finden würde, wäre das schön. Ja, oder mehr recyceln könnte. Deshalb, das kann man ja. Also die Akkus haben ein zweites Leben. Ja. Nachdem die nicht mehr genug Energie fürs Fahrzeug bereitstellen, kommen die ja in den Heimspeicher zum Beispiel. Und wenn auch das nicht mehr reicht, dann kannst du die Akkus ja recyceln. Du hast mich vorhin gefragt, ob ich den Tacho vermisse. Nein, ich vermisse ihn nicht. Von Anfang an nicht oder hast du jetzt mittlerweile? Jetzt so mittlerweile ist. Am Anfang ist so dieses so, okay, wo geht er an, wo sind die Infos, die du brauchst und so. Ne? Also mittlerweile, du kriegst alle Infos, die du brauchst. Genau, beim Fahren, was brauchst du? Die Geschwindigkeit, ja. Jetzt ist Licht an, das siehst du noch, du hast den Gang drin, Akkustand ist noch interessant, aber alles andere sind zusätzliche Infos. Die Airbags funktionieren auch. Der. Driftet nicht, also das ist Wahnsinn, das ist echt Wahnsinn. Okay, das hätte ich echt jetzt gar nicht erwartet, dass du so sportlich fährst. Echt nicht? Hast du gedacht so, ja, der Fahrlehrer, der fährt hier immer so schön langsam durch die Gegend. Meine Fahrschüler müssen auch zügig fahren, also die lernen nicht das Heizen, ne? Aber die sollen ja so im Straßenverkehr fahren, dass sie halt eben und sich auch sicher mitschwimmen. Ne? Ja. Okay. Blickführung ist das A und O, ne? Wenn du die Beobachtung dementsprechend hast, ne? Also ich bin jetzt nicht so derjenige, der so zu dir rüberguckt oder so. Ne? Ja, ja. Das finde ich immer. Es gibt so ein paar Fahrstühle, die gucken dann immer so, was hast du erzählt, was hat er erzählt? So, guck bitte nach vorne, da spielt die Musik. Ja. Also ich habe bis jetzt noch nicht einmal gehabt, dass der Reifen vorne irgendwie weggerutscht ist oder so. Das habe ich bei meinem Benziner schon. Oder beim Diesel. Ne? Wenn du mit zu harter Beschleunigung in die Kurve reingehst oder so. Da war jetzt nichts mit untersteuern oder sonst irgendwas, da war nichts mehr durchdrehen.
Das meine ich. Ne? Also, wo du normalerweise dann, wo er quer geht oder wo er ein bisschen Gierkräfte hat oder so. Ne? Aber das ist ja wirklich. Was macht er, wenn ich jetzt drauf zusteuere? Also wenn ich wirklich drauf zu. Ich nehme nur das Gas raus. Jetzt habe ich reagiert. Weil ich Schiss habe, dass er nicht bremst oder so. Ja, ne? Ich aber weiß auch nicht, ob er es gemacht hätte. Das ist eine gute Erkenntnis. Frühzeitig hast du jetzt gehört, er piept. Er hat das Fahrrad rot groß eingezeichnet, das Hindernis. Ich glaube, bei so einer geringen Geschwindigkeit hätte er jetzt nicht diese Notbremsung gemacht. Das macht er nur wirklich bei was Unvorhergesehenes. Langsame Geschwindigkeiten töten auch keine Radfahrer. Ja. Die schleifen die dann so hinter mit sich. Ja, das ist dann eher so die Reibung, die tötet. Das Ding runterdrücken. Dann ist Tempomat an. Und dann beschleunigt der automatisch auf die maximal zulässige Geschwindigkeit. 52. 52, weil ich habe ihm erlaubt, er darf, genau. Kann man aber hast einstellen. Hast du gesagt, kann man auch machen. Du hast dich über das Gesetz hinweggesetzt und hast gesagt, 2 km/h geht. Komm, wir sagen, es ist Limitüberschreitung 0 km/h. So. Hier in Olpe gibt es einen Ort, Baum 4, da fahren immer die Fahrlehrer ganz gerne hin, um mit den Fahrschülern das Anfahren zu lernen. Am Berg anfahren, genau. Ich finde, beim Elektrofahrzeug ist das nochmal ein anderes Ding, weil du hier eigentlich überhaupt gar nichts beachten musst. Der verhält sich immer gleich, ob du gerade fährst, Berg runter oder hoch. So, wir sind jetzt hier bei Daniels seinem Baum 4. Ne? Das heißt, wir zählen mal mit, 1, 2, 3, 4, dann weiß ich, wo ich stehen bleiben muss. Ich mache das dann nochmal prüfungskonform, ne? Dass ich also auch anhalte. Also muss ich ihn dann nicht mal selber halten. Du musst gar nichts machen. Bleibt stehen. Wenn ich dann sage, ich möchte losfahren. Und jetzt merkst du. Oh, da werden Turbinen angeschmissen. Das ist ja so, als wenn du dem Maschinisten Bescheid sagst, so jetzt bitte hochfahren. Aber da hörst du, der Elektromotor macht ein Geräusch. Schön. Wie R2D2 oder so. Ist bereit zum Fahren. Das ist schon cool, ne? Schon spacig. Ja. Fahrwerk ist auch gut. Und jetzt kommt. Boah, das ist aber echt jetzt schon heftig. So, vielleicht gleichmäßig? Gut. Okay. Oh. Da warst du selbst überrascht. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dosiert? Krass. Das ist echt krass. Ne, du brauchst nicht nachdenken. Es funktioniert einfach so, wie es eigentlich sein sollte. Ja gut, wenn du so ein kleines RC-Auto hast oder so, ne, und lässt das irgendwo am Berg stehen, bleibt es ja auch stehen. Ne? Das Rad hat dir nicht zurück. Und in dem Augenblick, wo du dann Gas gibst, gut, die haben dann durchdrehende Reifen. Aber das ist schon krass, also dass das selbst da nicht die Reifen durchdrehen und bei dem Schub nach vorne. Mhm. Stark. Gibt ja immer so diese Schlechtredner, ne, die dann sagen so, ja, aber ein Tesla hat ja auch Reifenverschleiß. Aber dann wahrscheinlich weniger. Und ja, dann, klar, wenn du halt eben schnell durch die Kurven fährst, sowieso. Da hält sich die Waage, weil du, wenn du die Power hast, macht das ja Spaß zu beschleunigen und dann sind die Reifen dadurch auch schneller blank. Das sind übrigens die größten Kosten an einem Elektrofahrzeug. Du hast ja kaum laufende Betriebskosten. Die Bremsen halten ja viel länger, du hast keinen Ölwechsel, gibt's ja alles nicht. Weil man damit ja so schön fein. Das ist schön dosierbar. Man kann richtig schön langsam überall ranfahren. Also das ist echt geil. Ich glaube, das ist das, was mir am meisten bis jetzt beeindruckt. Plus Beschleunigung. Diese Assistenzsysteme, lernen das auch die Kiddies bei dir, damit umzugehen? Das, was vorhanden ist, ja. Na, also all das, was vorhanden ist, erkennen sie. Oder müssen sie auch bedienen können. Ja. Da. Ah ja, okay. Ja, Rückwärtsgang einlegen und Start drücken. Das hätte ich nicht gedacht, dass er so eine große Lücke tatsächlich benutzt. Soll ich dir mal sagen, genau so bringe ich das meinen Fahrschülern bei. So wie er das jetzt gerade gemacht hat. So ungefähr die gleiche Position, wo er gerade angefangen hat zu lenken. Mhm. Passt. Das macht er nicht. Da, jetzt bleib stehen. Jetzt drückst du den Knopf. Rückwärtsgang einlegen, sagt er. Genau. Und jetzt lässt du alles los und drückst Start.
Tja, der erfahrene Autofahrer hätte das vorher gesehen, dass es nicht ganz so passt. Ha? Genau. Macht er jetzt? Jetzt sagt er, ich soll einen Vorwärtsgang einlegen. Nee, das macht er selber. Halt alles, hm? Also es ist, er benutzt schon mal einen Schritt mehr und es ist auch langsam. Ne? Also in der Zeit bin ich schneller. Das ist nicht langsam. Genau so langsam soll meine Fahrschule einparken. Mhm. Ja? Weil, ich sag mal jetzt, dass das automatische Einparken entbindet dich ja nicht, dass du trotzdem guckst, dass da um dich rum ja, nicht ja, läuft. Genau. Also er sagt dir jetzt nicht irgendwie so, ja hier, ne, steig schon mal aus, ich parke für dich ein. Obwohl das wahrscheinlich gehen würde. Darf nicht. Aber es würde wahrscheinlich gehen. Ne? Also ja. Könntest du genau sowas, was ich hier James Bond oder sowas. Ne? Hier, ja, das vor das geht. Ich kann hier mit meinem Handy fernsteuern. Zum Fahren auch. Hm? Ach Quatsch. Hm. Du hast gesagt, ich soll das Knöpfchen. Oder? Genau, dann geht's auch. Muss ich das dann auch so ordnungsgemäß machen mit dem holländischen Griff? Hier auf dem Parkplatz wahrscheinlich nicht. Ich mach die Kamera. Wir sehen uns gleich. Genau. Wir hatten vorhin den Wächtermodus. Ja. Jetzt müssten wir uns eigentlich beobachten können. Da. Jetzt können wir uns angucken. Da standen wir und haben reingeguckt. Das zeichnet er auf. Aber guck mal, wie gut man das echt beobachten kann. Ne? Also auch das Gesicht ist erkennbar. Jetzt gehe ich vorne rum. Jetzt kann ich nach vorne gucken. Da komme ich wieder. Dann links zu dir an. Und auch Nummernschilder sind natürlich so gut zu erkennen. Wenn ich jetzt mal hier, das sind so ein paar Aufnahmen noch, wenn ich mal irgendwo hingehe, da zeigt er mir hier unten bei dem roten Punkt, da war das Verdächtige, da hat er es aufgenommen. Ah, das ist hier, Comeback Kiddies. Die haben da mal geguckt. Hey, wow, guck mal, der Tesla hier. Ja. Und jetzt haben die gesehen, jetzt leuchtet das rot auf dem Display. Warum es jetzt bei uns nicht geklappt hat. Oh, jetzt, scheiße, genau, schnell weg hier. Jetzt, weg, jetzt. Ja, genau. Ja, ja. Oh, nee, sitzt halt so. Du kannst auch, du hast ja hier vorne keine Knöpfe, ne? Eben. Da. Du kannst das hier so... Ach was, ach was. Ja, weil der ja keine Knöpfe hat. Ach was. Nee, oder? Und du merkst das, das funktioniert ja, natürlich, ja, eben. Also, naja, zeichnet echt. Also das heißt Kamerasystem, ne? Also der hat, du hast gesagt, eine Außenseite sind zwei Stück. Nach hinten zwei, nach vorne seitlich zwei. Hier vorne sind drei mit verschiedenen Brennweiten drin. Und eins nach hinten, dass er also ganz weit nach vorne auch gucken kann und weitwinklig. So, dass er jetzt hier diese Ampeln auch alle erkennen kann. Ach Quatsch, komm, 3D oder was? Ja, guck mal, wie die im Raum auch hier sind, ne? Krass. Wie die verteilt sind. Und jetzt warte mal, wenn die gleich grün werden, mach mal nichts. Hast du gehört? Jetzt sagt er dir, du kannst fahren. Das Hupen von hinten wird ersetzt, Tesla macht das dann direkt. Ja. Wir machen jetzt mal den Autopiloten. Drück mal den rechten Hebel zweimal runter. Jetzt lass alles los. Komplett, alles weg. Jetzt fährt er von selber. Hier steht immer Hände am Lenkrad lassen. Also das ist gerade illegal. Bremst er auch 50 runter oder nicht? Ja, gucken wir mal, wenn er das Schild erkennt. Hat er es erkannt? Jetzt bremst er runter. Das ist aber spät. Ja. Erst ab dem Schild erkennt er das und fängt dann an zu bremsen. Und wenn ich jetzt mit 100 auf eine Ortschaft zufahre, dann ab dem Schild erkennt er, okay, ich sollte bremsen. Und dann so 100, 200 Meter hat das er dann die 50 erst also erreicht. Klar, für Blitzerfotos. Ja, dafür ist es echt nicht gut. Das macht so ein Audi e-tron viel besser. So verkehrsgerecht, ne? Zum Ende des Beschleunigungsstreifen logischerweise. Und dann auch nicht sofort wie manch anderer direkt auf die linke Seite, sondern erst dann, wenn das möglich ist. Ne? Machen viele andere nicht. Die gehen direkt von ganz links nach ganz oder von ganz rechts nach ganz links, oder? Ja. Gibt es sogar einen Paragraphen, der das verbietet? Das darf man sogar gar nicht. Nein. Mhm. Das vergessen die schnellen Autofahrer immer ganz gerne, die so von ganz rechts auf ganz links rüberkommen. Was hast du gesagt? 230 ist Max? 235. 235? Genau, und dann wie exakt 235. Mehr dreht er nicht. Es tut mir jetzt leid wegen der sauberen Scheibe, ne? Aber jetzt kommen noch so ein paar. Ja. Er ist recht zügig auf 32, das ist schon krass. Er sagt, der Geschwindigkeit nicht verfügbar. Ich bin beim letzten. Schaut euch mal das letzte Video an. Also da habe ich mich ab und zu mal festgehalten. Da bin ich mit einem Rennsportler bin ich gefahren. Und okay, da musste ich mich wirklich ab und zu mal festhalten. Ich meine, Geschwindigkeit ist ja jetzt nichts Besonderes. Das kann ja jedes Auto. Die Beschleunigung ist das Brachiale. Aber man kann auch schnell fahren mit einem Elektroauto. Navigation, sondern da. Jetzt zeigt er dir an, ich würde gerne rüberfahren. Erlaub mir das einmal durch Blinken und ein bisschen wackeln, genau. Und jetzt fährt er rüber und beschleunigt dann auch.
verstanden. Also man würde jetzt hier sitzen und quasi die Bild-Zeitung lesen, oder? So, das ist cool. Er sieht, dass da die Lücke ist und er bremst da rein. Mhm. Geil. Okay, also er bremst auch selbstständig für die Kurve runter? Er macht alles selber. Muss ich blinken? Nein. Ich muss nicht blinken? Nein. Der blinkt selber? Alles selber. Es ist ungewohnt, aber er macht alles. Er kann das. Den Hintermann beobachten, wie schnell er weg ist. Das ist schon verrückt. Das ist echt verrückt. Das ist Wahnsinn. Was ist denn hier jetzt? Ich darf nicht. Doppelt durchgezogene Linie. Ja, doch eine würde ja reichen. Eine würde reichen, aber ja, da wären doch das jetzt außerhalb geschlossener Ortschaften brauchst du 2 Meter Abstand. Und wenn du diese 2 Meter Abstand nicht einhalten kannst, dann darfst du nicht dran vorbei. Wegen der Linie? Wegen der Linie. Okay, dann machen wir das. Pass auf, der hört uns vielleicht nicht. Wer hört uns? Weil wir ein E-Auto sind. Wenn er nicht nach hinten geguckt hat, weiß der nicht, dass wir hinter ihm sind. Soll ich jetzt hupen, damit er weiß, dass wir sind? Nee, aber nur, dass du ihn nicht erschreckst irgendwie. Also meinst du, wenn ich dran vorbeigehe? Ja. Rein theoretisch darf ich ja nicht. Ja, nee, dann. Ja? Der Moped-Fahrer hinter mir, der macht das ja gleich anders. Ja? Dass Menschen mit Durchfall und Menschen mit Elektroautos eins gemeinsam haben? Die Angst, es nicht nach Hause zu schaffen. Das heißt, die grundsätzlichen Dinge des Spritsparens oder des Kraftstoffsparens ist nach wie vor das gleiche. Also das zügig beschleunigen und möglichst früh. Nö, das nicht, weil es gibt ja kein Schalten. Also okay. Je langsamer du beschleunigst, desto weniger Strom verlangst du ja dem Akku ab. Deshalb ist ein langsames Beschleunigen und wenig Bremsen, also am besten möglichst gleichmäßig fahren, segeln. Ja. Habe ich dann nicht beim Elektro eher die Ersparnis, dass wenn ich stehe, dass ich dann weniger Sprit verbrauche, als wenn ich drauf zufahre oder drauf zurolle? Ja, stehen heißt null. Mhm. Wenn du rollst, heißt es aber auch null. Und wenn du aber verzögerst dadurch, dann lädt er ja sogar noch ein bisschen auf dadurch, rekuperieren. Also auch hier ist eigentlich das langsame Heranfahren, keinen Strom verbrauchen, also segeln, ist besser als rekuperieren, weil ein bisschen Energie geht immer verloren. Du bist ja dafür verantwortlich, die nächste Generation heranzuzüchten. Ja. Fragen die auch schon mal danach, hey, hast du auch ein E-Auto? Haben wir jetzt seit Anfang des Jahres, seit dem 1.4. dürfen wir die B197-Geschichte machen. Heißt, ein Fahrschüler hat die Möglichkeit, 10 Stunden auf dem Schaltwagen zu machen, plus 15 Minuten Schaltprüfung beim Fahrlehrer. Hat dann einen Sachkundenachweis, dass er schalten kann. Macht den Rest der Ausbildung auf Automatik und darf nach der bestandenen Automatikprüfung sowohl Schaltwagen als auch Automatik fahren. Kann ich auch nur ein Elektro- oder eine Automatik? Kannst auch einen reinen Automatikführerschein machen, dann darfst du allerdings nur Automatik fahren. Mhm. Also durch die 10 Schaltstunden, die da mit zwischendrin sind, darfst du halt eben beides fahren. Mhm. Das kostet ein bisschen Aufpreis, dann kann ich auch noch schalten. Ja. Im Grunde genommen, wenn man das mit der Gesamtausbildung integriert, hast du dadurch eigentlich nicht großartig mehr Fahrstunden. Die Leute, ich glaube jetzt diese Teenies, 17, 18-Jährigen, die werden ja in Zukunft vielleicht nur noch Elektroautos fahren. Für die wird ja auch Schaltwagen immer uninteressanter. Deshalb sehe ich das in Zukunft auch kein Problem mehr, kein Nachteil, wenn man keinen Schaltwagen fahren darf. Ja. Mercedes produziert keine Schaltwagen mehr. Null. Mhm. Ja, das ist nur noch Automatik. Walter Röhrl ist den Begriff, nämlich stark an. Der hat gesagt, wenn ich Auto fahren will, dann will ich jetzt Auto fahren und nicht erst in 3 Stunden, wenn der Wagen geladen ist. Ja, aber falsch gedacht, weil das Tolle ist hier, du musst ja nicht tanken fahren. Wenn ich weiß, ich mache heute einen Ausflug, oh, dann muss ich erst noch mal kurz zur Tankstelle, damit der Akku, der Tank voll ist. Bei dem hier ist der Akku ja immer voll. Du holst ihn aus der Garage oder hast ihn zu Hause angestöpselt und der Akku ist voll. Über Nacht ist der Akku voll. Du brauchst nie aufladen, es sei denn, du fährst weiter, als du mit einer Akkuladung schaffst. Das ist okay, das hätte ich nicht erwartet.
Ich habe zumindest eine ganz andere Meinung über den Tesla. Das ist mal de facto. Als vorher? Als vorher. Okay, ja. Wie war es vorher? Als Umweltsünder. Okay. Ja, also nach wie vor ist halt... Ne, die gefällt die Akkuherstellung halt. Richtig. Ja, also wenn wir das ganze Ding mit Wasserstoff betreiben können oder sowas. Ne? Machbar? Oder aber jetzt überleg doch mal, wie teuer, wie ressourcenverbrauchend die Herstellung von Wasserstoff ist. Wie viel Energie aufgewendet werden muss, um erstmal an Wasserstoff zu kommen. Dann musst du Wasserstoff ja den Druck aufrechterhalten, immer mit Energie versorgen. Dann musst du den Wasserstoff transportieren, wie jetzt Erdöl auch. Dann muss der Druck wiederum in den Tankstellen aufrechterhalten werden. Also Wasserstoff ist zum jetzigen Zeitpunkt viel umweltbelastender. Wurde aber auch nie großartig investiert. Weder in die Infrastruktur, ne? Bis jetzt noch nicht, genau. Ja. Das muss ja noch kommen. Es muss ein Mix werden. Wenn alle nur noch elektrisch fahren, dann müssen ja auch viel mehr Ladesäulen überall sein. Ja, richtig. Wir brauchen mehr Strom. Mhm. Ja, also nach dem aktuellen Stromnetz, wir haben 1 Million Elektrofahrzeuge und die würden alle nachts laden. Dann haben wir das Problem, dass wir, glaube ich, 350 Gigawatt an Leistung bräuchten. Auch nicht. Nicht viele Leute werden auch eine Wallbox zu Hause haben, die mit 11 kW laden. Also ich lade auch zu Hause immer mit der Steckdose mit 230 Volt. Und das kannst du dir vorstellen, wie alle Leute, wenn die gleichzeitig ihren Staubsauger anschmeißen. Das ist auch nicht mehr Verbrauch. Die jetzt bei dir in der Fahrschule sitzen, die werden auf jeden Fall eine andere Antriebsart benutzen. Und ich genauso wie wir vor 20 Jahren nie gedacht hätten, dass ein Smartphone geben könnte oder sonst was. Ja. So ein mobiles Gerät. Genau, ein Telefon, mit dem man ins Internet. Ja. Leute, die weiterhin Verbrenner fahren wollen, die sollen das tun, ist ja kein Problem. Es gibt auch Leute, die reiten noch. Wenn man, wie war das, Henry Ford, Zitat? Wenn man mich gefragt hätte, was die Leute wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Ja, interessant mal mit einem Fahrlehrer gefahren zu sein. Du hast wirklich so ein paar andere Aspekte mal beleuchtet. Dich haben andere Dinge interessiert. Und ich glaube, ich habe dich ein Stück weit offen gemacht für diese Technik. Zumindest erreicht, dass ich mich nochmal in ein Elektroauto einsetzen werde. Okay. Und vielleicht demnächst nicht mehr ganz so negativ darüber sprechen werde. Das ist auch der Grund, warum wir das hier machen. Wir wollen so ein bisschen aufklären, Vorurteile aus der Welt schaffen. Jeder darf fahren, was er möchte grundsätzlich, aber man sollte doch nicht so dagegen sein, gegen irgendwelche Technologien. Gerne in die Kommentare, was euch fehlt, was ihr gerne wissen möchtet. Ansonsten abonnieren schön und ja, wie immer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.